Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht es mal wieder um Kleidung. Ich habe so ein paar Teile, die bei mir neu eingezogen sind und die zeige ich euch jetzt. Los geht's! Ich habe wieder bei Chiquelle einige Sachen aussuchen dürfen. Und nur für euch als Info, ich schreibe euch jetzt hier einen Code hin. Ich habe den noch nicht, den bekomme ich ganz kurzfristig und da könnt ihr ordentlich Geld sparen. Er wird wahrscheinlich wieder 5 Tage gültig sein, aber wie gesagt, ich verlinke euch auch alle Teile in der Infobox. Schaut da gerne mal nach. Bevor ich jetzt hier gleich starte, herzlich willkommen an alle Neuen, die hier noch nicht lange dabei sind. Chiquelle ist eine schwedische Marke. Die sind sehr aktiv auf Instagram. Und die Klamotten werden alle in der Türkei produziert, was ich sympathisch finde. Es sind meistens sehr schöne Stoffe. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super toll. Also, oh mein Gott, ich habe da schon solche tollen Sachen ergattert. Und ja, ich wisse was, ich fange jetzt mal an. Ach so, und noch was. Ich sage euch jetzt meine Größe, mein Gewicht, aber nicht, um euch irgendwie zu ärgern, sondern dass ihr euch an mir orientieren könnt, weil irgendwann habe ich das gemacht und dann war auch wieder so eine, die sich da irgendwie angegriffen fühlte, warum ich meine Größe sage. Aber das ist ja nicht so unschlau, wenn ihr zum Beispiel jetzt 1,60 Meter seid. Ich bin 1,78 Meter. Dann habt ihr ungefähr so eine Angabe. Ne? Ich bin 1,78 und ich wiege irgendwas zwischen 59 und 61 Kilo. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber jetzt nicht bewusst. Das ist einfach so passiert, weil ich sehr viel arbeite, sehr viel Stress habe und da nimmt man halt dann auch manchmal ab. Also so geht es mir. Und ich mache aber auch gerne Sport. So, das habe ich euch aber auch schon oft erzählt. Egal, was quatsche ich hier. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Das ist dieser coole Pulli und das ist einfach so ein All-Time-Favorite. Ich lieb's total. Also das ist was, was man zu Hause trägt, aber auch natürlich mit einer dicken Jacke am Wochenende. Klar, also ins Büro. Ich kann es ins Büro anziehen, weil ich kann da alles tragen. Aber wenn ihr jetzt natürlich irgendwie einen Kunden, ja, kommt drauf an, in welcher Branche ihr arbeitet. Aber was rede ich hier? Ihr könnt doch anziehen, was ihr wollt, Mensch. Also ich finde das, und ich liebe es. Es ist so ein oversizediges Riesenteil. Ich habe die Sachen, die ich euch jetzt gleich zeige, noch gar nicht angezogen. Normalerweise ziehe ich die immer erst an, aber heute ist das Licht, es wird heute so schnell dunkel, deshalb dachte ich, ich drehe jetzt einfach erst das Video und dann die Teile. Und ich blende euch natürlich die Teile auch immer ein, dass ihr die getragen seht. Und ich bin schon sehr gespannt, wie gleich die anderen Teile sehen. Oh mein Gott, ist so ein sexy Kleid dabei. Hoffentlich passt es. Und ja, aber das ist ein super schöner Pulli und der ist von innen so, so weich, der ist so kuschelig, hat halt hier solche Bündchen. Ja, das ist ja so 80er-Jahres-Style, ne? Und ich mag auch das mit diesem Hellblau und hier ist noch so ein Rosa. Perfekt. Und der ist auch in so einem schönen Cremeton. Das mag ich auch so gerne. Also einfach so ein, ja, ein schönes Kuschelteil für jeden Tag, aber ich feiere solche Dinger. Und ihr könntet jetzt, wenn ihr halt klein seid, weil der ist relativ lang, natürlich auch einfach nur eine schwarze Legging dazu anziehen, vielleicht Stiefel. Und ihr habt ein tolles Outfit oder einfach Jeans jetzt dazu, ein Rock und Boots und eine dicke Jacke. Ich finde, diese Teile, die kommen ja auch nie so richtig aus der Mode. Ne? Wir haben die jetzt seit Jahren und ja, ich mag die. Ich liebe diese Dinger wirklich. Das ist so ultra gemütlich. Stellt euch vor, Wochenende und ihr kuschelt auf der Couch, habt so ein Teil an, macht euch eine heiße Schokolade. Perfekt. Oder ihr geht ins Café und das hat ja sowas eben mit dieser schwarzen Legging und vielleicht so Overknees in braun, dann ist das schon auch sehr sexy, ne? Also so diese, ja, als hättet ihr quasi den Pullover eures Mannes oder Freundes an. So, das finde ich immer irgendwie so cool an diesen oversizigen Dingern. Jetzt habe ich echt überlegt, ob ich mir das bestellen soll, aber ach, ich finde diese Farbe, das ist doch einfach perfekt jetzt im Herbst. So ein schönes, warmes Braun, total mein Ding. Und ich bin jetzt gleich so gespannt, wenn ich es anziehen werde, wie das aussieht. Ihr seht es ja jetzt schon, euch schneide ich das ja jetzt schon ins Video rein. Ich habe es in Größe M genommen und ist auch in der Türkei hergestellt. Ist natürlich ein Kunststoff, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Seide oder so, was ich aber auch ganz gut finde. Genau, die Farbe ist Kaffee, Schokolade und das ist wahrscheinlich, ja, es ist Polyester. Aber ganz ehrlich,
Ich habe da lange überlegt, ob ich drüber reden soll, aber irgendwie muss es mal aus mir raus. Es ist ja hier ein totaler Hype bei YouTube und auch bei Instagram. Und ich weiß, dass auch Freundinnen von mir das total gut finden, diese Seidenprodukte. Man kann ja auf Seide schlafen, man kann Seide tragen. Und Seide ist bestimmt was Wundervolles, aber ihr wollt nicht wissen, wie das Zeug hergestellt wird. Also ich selber wusste das gar nicht, weil ich habe nämlich auch überlegt, ich habe dann irgendwann meinem Mann erzählt, ach Mensch, vielleicht mache ich auch mal so eine Kooperation mit Seide. Und er so, echt jetzt? Guck das mal an. Und dann hat er, habe ich gesagt, nee, ich will es gar nicht sehen. Aber dann hat er mir irgendwie gezeigt, wie die da die Raupen kochen. Und dann dachte ich so, pah. Ja, dann vielleicht. Also ich meine, ihr macht es, wie ihr wollt. Ich will euch jetzt nicht eure Seide verderben. Ne? Ich fand es ja auch so schön. Ich habe ja auch gedacht, oh, ich will so gern so Seide. So, oh. Aber wenn die dann da diese Raupen kochen bei lebendigem Leib, tausende, Millionen von Raupen, weiß ich nicht, ob ich das noch so schön finde. Ne? Aber, oh Gott, hoffentlich löse ich jetzt hier keine Diskussion unter meinem Video aus. Genau, also wir gucken nochmal hier zu diesem Kleid. Das ist sehr, sehr sexy. Ich werde das jetzt gleich mit einer schwarzen Strumpfhose und Overknees kombinieren. Dann kann man da natürlich, ich habe noch so einen schwarzen langen Cardigan, den könnte man dann noch drüber tragen, wenn man jetzt das Gefühl hat, weil man halt sehr lang ist, dass das zu kurz ist. Wenn ihr aber, wie gesagt, kleiner seid als 1,78, dann wird ja auch das Kleid länger bei euch. Also ist das vielleicht nicht mehr zu kurz, ne? Das muss man ja immer überlegen. Und das ist für mich ein ganz, ganz schönes Kleid jetzt so für diese Jahreszeit. Damit gehe ich auch ins Café und damit kann man natürlich auch auf eine Party gehen, klar, keine Frage, ein tolles Make-up, eine schöne Frisur, vielleicht tolle Accessoires und ihr habt ein Partykleid, klar. Und ja, also diese Raffung hier vorne, die finde ich einfach mal richtig toll und das ist natürlich auch gefaked. Ne? Ihr könnt das nicht bis unten aufknöpfen, sondern nur hier oben sind 3 Knöpfe und der Rest ist natürlich dann zu und geschlossen. Ich bin so gespannt, wie das gleich aussieht. Ich schmeiß mich da gleich rein. Ich hoffe, dass das figurbetont ist. Ich meine, knittrig, es ist ein bisschen zerknittert, weil ich die Sachen jetzt auch gerade aus der Packung erst geholt habe. Das kam per Post. Ich musste heute jetzt auch gleich abdrehen. Deshalb, ich habe den Code noch nicht. Ich schreibe ihn euch hin, weil ich das anders nicht schaffe. Weil ich gehe ja heute für euch als Info. Heute ist bei mir Sonntag. Ich gehe morgen früh wieder ins Büro arbeiten. Und da kann ich nicht Video drehen, ne? Von daher, und das Video muss aber, glaube ich, spätestens in einer Woche online sein. Genau, deshalb noch kein Code und so und ich ziehe es gleich an. Oh, dann hier, das ist so was Schönes, habe ich mir ausgesucht. So ein wunderschöner Cardigan. Und ich kriege das ja mit, bei Instagram gibt es da ja auch so Marken, die total auch gehypt werden, die dann alle anziehen. Da gibt es auch immer so einen bestimmten Cardigan. Und ich liebe den aber so sehr, weil er erstens mal die Hälfte kostet und einfach so diese Cremefarbe hat. Er ist so ganz dünn, ganz kuschelig. Der hat so diese so imitierte braune Knöpfe. Ich sag euch jetzt mal, das ist aus Acryl und Polyester. Und ich glaube, das war eine Size-Einheitsgröße. Ja, genau, One Size. Das ist also so eine Größe, die allen passt und der fällt natürlich bei kleineren Frauen noch ein bisschen gemütlicher aus, was ich auch richtig schön finde. Und den könnt ihr natürlich auch einfach ohne irgendwas tragen, ne? Also einfach nur mit einem schwarzen Top drunter. Ich muss mal gucken, wie ich es gleich mache. Ich werde den auf jeden Fall jetzt zu einer Jeans anziehen. Und das ist aber auch so ein Teilchen, was man halt jetzt, weil er so schön dünn ist, auch immer mal, also wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Kleid tragt, ne? Dann könnt ihr den natürlich einfach drüber tragen und habt dann so eine, weil es ist ja kalt, also dieses Kleid, das wärmt nicht, das sieht einfach nur heiß aus. Und das macht ihr dann drüber, habt da schön so einen Kuschelfaktor und könnt aber dann halt, wenn er irgendwo hingeht, das auch wieder ausziehen. Und das ist auch was Schönes fürs Büro, also so, da kann man jetzt auch, glaube ich, ein weißes Hemd drunter tragen oder eine Bluse. Ja, oder einfach so diese Shirts, das hatte ich auch schon an. Gibt doch so diese Shirts, diese Langarm-Shirts, die gibt es, glaube ich, auch jetzt überall. Und habt ihr oben so schöne Spitze, so eine Bordüre. Und das lasst ihr dann da so ein bisschen rausgucken, wenn ihr den zuknüpft. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das ist so bei Chiquelle. Ich finde, die Sachen sind immer so für uns Frauen, die betonen so die Weiblichkeit. Damit kann man einfach spielen. Und ich liebe das. Ja, ich weiß, viele hassen mich dafür, weil ich so dieses Klischee bediene. Aber ich liebe es. Ja, ich liebe meine Overknees. Und ich meine,
die Leute, die da was Komisches hineininterpretieren, ja, so von wegen, Overnies, die haben ja das Kopfkino und nicht ich. Ich finde die einfach nur schön. Und wenn ich lange Beine habe oder auch wenn man einfach klein, wenn man jetzt kürzere Beine hat, kann man ja mit diesen Overnies auch das Bein nochmal so strecken. Das ist doch sowas Schönes. Warum soll ich das denn nicht anziehen? Also, aber das ist wieder was, ich möchte keine Diskussion unter meinem Video hier. Ich lieb's. Dann habe ich mich darüber so gefreut, weil ich habe genau das in einem wunderschönen Blauton. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Und immer wenn ich das trage, bekomme ich sofort bei Instagram die Nachfragen, was ist das für ein Oberteil? Und oh, das Blau sieht so toll aus. Das finde ich so schön. Das ist so ein einfaches Basic-Teil. Es fühlt sich so gut an vom Material. Ich gucke da jetzt auch gleich mal rein, was es ist. Ich habe hier die Größe M genommen. Das ist 90% Baumwolle und 10% Elastan. Also hier habt ihr so ein richtiges Wohlfühl, so ein Wohlfühlstoff, der super figurumschmeichelnd ist. Und ich liebe es auch mit dem Rolli. Und da kratzt auch nichts, ne? Weil der ja so weich ist. Und ja, ein perfektes Teil. Also der, auch wenn ihr das gewaschen habt, kommt es wie neu wieder aus der Maschine raus. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, wenn ihr euch das anzieht, wahrscheinlich habe ich da jetzt auch gleich wieder Make-up drauf, wenn ich es euch hier abfilme, weil ich muss es mir jetzt über den Kopf ziehen und dann ist, das macht ihr natürlich im Alltag, bevor ihr euch schminkt, wenn ihr euch schminkt. Aber falls ihr Puder auftragt, Lippenstift oder so, könnte es sein, weil das ist sehr eng, das soll ja auch so richtig eng hier oben anliegen. Und das finde ich bei dem einfach echt ein tolles Teil. Hat so schöne lange Arme und... Ja, da müsst ihr mal schauen, dieses cremige Cappuccino, das kann man dann natürlich auch wieder damit gut kombinieren. Ne? Also diese beiden Sachen zusammen ist ein tolles Outfit. Und ja, also das sind einfach so die Basics im Winter und oder im Herbst. Oder könnt ihr natürlich auch dann, wenn ihr dann noch so einen groben Strickpulli habt und ihr seid ein bisschen empfindlich, weil ihr so wie ich seid, ich hasse das, wenn mich Wolle kratzt. Ich kann das nicht tragen. Dann würde ich das drunter tragen. Also wie gesagt, hier kratzt gar nichts. Ne? Ich würde euch das immer sagen, wenn ich Klamotten euch hier vorstelle und die kratzen. Ich habe kein Problem mit Polyester, weil das nicht kratzt. Aber wenn ich jetzt manche gestrickten Pullis, da bekomme ich die Krise. Auch wenn ich Schals trage, die müssen bei mir, die Tücher müssen immer ganz weich sein. Ich bekomme die Krise, wenn ich dann Tuch dran habe und dann fängt es an im Winter, reagiere ich am Hals. Weil ich ja, ihr wisst das von meinen anderen Videos, ich bearbeite ja meine Haut. Und gerade jetzt, wenn die Sonne nicht mehr so doll scheint, dann mache ich ja gerne meine Enzympeelings und so. Und das kann die Haut natürlich gerade am Hals bei mir so auch empfindlich machen. Wenn ich dann Wolle trage oder so Material, wo so kleine borstige, weiß ich nicht, Stoffteile sind, dann merke ich das. Da kriege ich da, oh, das finde ich ganz, ganz unangenehm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist und genau, das passiert euch hiermit gar nicht. Schaut auch nochmal in mein letztes Video, mein letzter Chiquelle Haul, der ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich euch dieses wundervolle Hemd von dieser Margot Dietz gezeigt. Da hatte ich auch ein ganz tolles Kleid. Ach ja, genau dieses Wollkleid, was ich beim Event anhatte, das habe ich so oft getragen. Das ist so schön. Guckt da mal rein. Vielleicht könnt ihr ja dann jetzt den Code anwenden, falls ihr noch so Kuschelteile sucht, so gemütliche Sachen für die kalte, graue Jahreszeit. Und ja, das muss man auch machen. Und ich meine, gerade wenn man jetzt diese Farben trägt, ne, und macht's, oder jetzt wie das da, wie dieses Texas-Oberteil, und wenn man sich dann einen schönen Lippenstift raufmacht, auch im Alltag, ihr müsst da gar nicht viel Augen-Make-up machen, Mascara, rote Lippen, so ein Oberteil, das sieht einfach toll aus. Also da muss man gar nicht viel machen und diese... Ja, diese cremigen Farben, die liebe ich einfach so sehr. Und oh, dieses Ding ist einfach ultra gut. So, könnte ich jetzt noch eine Stunde weiterreden? Mache ich aber nicht. Ich beende jetzt mein Video. Ich versuche immer, diese Klamottenvideos kurz und knackig zu halten. Aber die brauchen echt Arbeit. Also am Ende ist das Video hier 10 Minuten. Aber ich muss jetzt das alles anziehen und mit dem Licht irgendwie, dass das... Es ist ja hier schon dunkel. Also in meinem Flur ist es schwarz, wenn ich da jetzt vor meinem Spiegel stehe. Muss ich mal gucken, wie ich das gleich mache. Die brauchen also ganz schön viel Arbeit, diese Videos, und sind dann am Ende aber kurz und knackig. Ist mir wichtig. Ich rede ja hier auch nicht so viel übers Leben, sonst geht ja hier nur so um Klamotten. So, ich bedanke mich, dass ihr hier seid. Freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Sage ich immer wieder, ne, Daumen hoch. Ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, dann könnt ihr eine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein Video online stelle.
Und ich finde es so großartig, wenn ich ein Video online stelle und dann sehe ich in kurzer Zeit, wie viele dann doch reingucken. Da freue ich mich immer sehr, dass ihr die Arbeit wertschätzt, dass ihr immer wieder hier vorbeischaut, dass euch meine Videos gefallen, dass ich euch vielleicht gute Laune mache, euch ablenke, weiß nicht was. Und ja, also danke, dass ihr hier seid. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.